Na, was geht? Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Grim Dawn. Da sind wir also wieder in Devil's Crossing, nachdem wir nun im letzten Part wirklich alles gemacht haben, was wir machen können. Unser Business da oben vollkommen abgeschlossen haben. Weiter nach oben geht's nicht. Für uns geht es jetzt auf einen neuen Weg. Auf den Weg links von Devil's Crossing. Auf einen Weg, der uns, wenn ich jetzt mal hier so ein bisschen nach oben weitergehe, von Devil's Crossing sogar sehr weit wegführen wird. Dazu müssen wir aber hierzu erst nochmal zwei Sachen machen, und zwar zum einen mit John Bourbon reden. Und zum anderen brauchen wir noch zweimal Stoff. Und ich würde sogar sagen, wir werden zuerst die Hauptquest hier weitermachen, danach den Stoff sammeln und dann weiterlaufen. Was ganz witzig ist, ich habe gerade im Ladebildschirm so einen Tipp gesehen, und da stand, dass Bosse erst auf der Veteranenstufe wieder Leben regenerieren, wenn man stirbt. Das fand ich ganz witzig und dachte mir, ich erwähne es einfach mal. Denn in Titan Quest regenerieren die ja, sobald man stirbt, auch trotzdem einfach so weiterleben. Aber hier, wenn wir auf Normal spielen, ist dem scheinbar nicht so. Das ist erstmal ganz gut zu wissen. So. Wir können jetzt hier verschiedene Sachen machen. Schneller Angriff. Katastrophe. Gelassenheit. Genau, Katastrophe war das, was wir unbedingt haben wollten, richtig? Und wir haben alle Möglichkeiten. Also, haben wir das jetzt. Sehr schön. Errungenschaft freigeschaltet. Relics from the past. Dann habe ich, glaube ich, wirklich noch nie ein Relikt hergestellt. Dann ist das das erste Mal, dass ich ein Relikt hergestellt habe. Nun gut, die behalten wir natürlich. Ja, da muss ich erst noch absteigen. Eisstachel. Zehnprozentige Chance bei Angriff ist doch auch geil, oder? Deswegen behalten wir auch die. Weiß ich nicht, warum ich die anderen jetzt angelegt habe, wenn ich das eigentlich hätte wissen müssen, dass das eine Fähigkeit gibt. So, und der Rest ist hier jetzt, glaube ich, nicht so relevant für uns. Oder? Ah, ist doch ein bisschen besser sogar. Aber das gibt uns Plus auf eine Fähigkeit. Das ist da, glaube ich, nicht so wirklich mit einkalkuliert. Guck mal, was wir eigentlich für ein geiles Amulett haben. Wie viel das bei Drakes Blut da alles immer gibt. Das ist eigentlich perfekt auf mein Bild zugeschnitten. So, und das hier verbessert alle kritische Schaden durch statische Ladung 20%. Eigentlich ist das auch so geil, dass wir das gleich mal auf das Amulett drauf machen können, oder? Weil das Amulett werde ich so schnell nicht hergeben. Handrüstung vielleicht schon, deswegen verzauber ich da mal noch nichts. Is it finished? Is the warden dead? Er ist tot. The warden's defeat is a great victory for us, nay, for all of humankind. But there are many more ethereals out there, some much more powerful than Krieg. Perhaps more disturbing though, there are those of our own kind who would see us dead to take what little we have, or just for the pleasure of killing. Among the innocent who passed through this prison on their way to Krieg's lab were many violent criminals, murderers, and worse. Many of them escaped to the northwest after the Grim Dawn, forming into ruthless gangs who prey upon drifters still traveling the roads. Since a river separates us and them, they have not been a problem thus far. Except we need farmers to get back to the business of growing food before we all starve to death. The farmland that supplied this region is to the northwest, and we need to secure a hold there. Mornay recently returned from Old Arcovia to the northwest and can give you details on the outlaw situation and what needs to be done. I realize that you have been through much in recent days, but we cannot rest just yet. Dann werde ich mal mit ihm sprechen. Okay, dann ist es also doch noch nicht getan hier in Devil's Crossing. Wir müssen scheinbar hier so ein bisschen dafür sorgen, dass wir nach Nordwesten abhauen können mit den Leuten hier oder zumindest irgendwie eine Versorgung rankriegen. Mornay. So you must be the kid that's causing a stir in my absence. You've done good by dispatching Krieg. I knew that man in life. I dread to think of what he had become as an ethereal. Ja, der war schon ganz schön seltsam. Jedenfalls sollen wir hier ein bisschen über Gesetzlose sprechen. An old mess has come back to finally bite us right in the ass. The river's kept them at bay for now, what with the broken bridge. It seems the bastards have garnered a taste for the one hole in the world they were once so eager to escape. I'm not going to beat around the bush. We're at war, and if we don't take the fight to them, they will surely bring it to us. I'd much rather fight on my own terms, wouldn't you? Ja, schon. Before we do anything, we'll need to get that bridge repaired. Got men ready to do the work and some scrap to get you started. Just need to provide the remaining raw materials.
Once that's all finished, I need you to enter the Arcovian foothills and show those bastards we're not a prize for the taking. Last I saw of them, they were mobilizing for something big across the river. Why don't you head on over there and introduce yourself? Ah, okay, und Arcovian erinnert mich auch an diese Mine, in die wir mal gehen sollten wegen Dynamit. Ich darf nicht vergessen, dass es da oben, dass wir da oben noch nicht ganz fertig sind, dass man da oben noch weitergehen kann, wenn man Dynamit hat, an dieser einen ganz bestimmten Stelle. Und ich darf eigentlich auch, was ist denn eigentlich genau? Wir haben doch eine Sache haben wir auch noch nicht gemacht, da müssen wir auch nochmal nachgucken. Diese Höhle. Da, wo es in der Höhle auch weiterging, sind wir nicht weitergelaufen, weil wir ja genug, genug Materialien hatten, die Brücke zu reparieren. Da möchte ich aber nochmal gucken, was da abgeht. Kurz nachdem wir der Witz Crossing gesichert hatten, brach ich mit Elsa, einer weiteren Kundschafterin, auf, um das Land im Nordwesten zu erkunden. Dort fanden wir eine Einöde, die von räuberischen Bestien, blutrünstigen Psychopathen und Flüchtlingen überrannt wurde, die ständig in Angst auf der Flucht sind. Unsere gemeinsame Mission endete, als uns in der Nacht eine brutale Gruppe Gesetzloser überraschte. Elsa war dagegen, ein Feuer zu machen, aber ich war mir sicher, dass wir getarnt waren. Ich war nicht vorsichtig genug und sie hat den Preis dafür bezahlt. Ich dachte, ich könnte sie vor allem beschützen, aber als es darauf ankam, wurde ich von einer Kugel in die Seite niedergestreckt, noch bevor der Kampf ausbrach. Elsa kämpfte weiter wie ein Teufel und erwischte zwei der Gesetzlosen, ehe sie sie bewusstlos schlugen. Sie nahmen sie mit und ließen mich einfach zum Sterben zurück. Aber ich konnte nicht aufgeben, denn ich wusste, dass dieser Gangster Elsa hatte. Ich humpelte und kroch und versuchte dann, mich auf den Weg zurück nach Devil's Crossing zu machen, musste aber dann feststellen, dass die Brücke zerstört war. Verzweifelt brach ich zusammen und dachte, dass das mein Ende sei. Einige Zeit später wachte ich auf in einem kleinen Fischerdorf an der Küste. Quades Roferbande hatte mich gefunden und meine Wunden verarztet. Als ich wieder stehen konnte, schnappte ich mir ein schäbiges Ruderboot und machte mich auf den Weg zurück nach Devil's Crossing. Ich will verdammt sein, wenn ich Elsa diesen Killern überlasse und sie gefoltert wird oder noch Schlimmeres. Sie ist alles, was ich auf dieser Welt noch habe. Wir müssen eine Offensive organisieren und jede Sekunde zählt. Da mischt auf jeden Fall persönliche Rache noch mit rein. Aber naja. Der Grimdorn hat mir meine Frau genommen. Elsa ist für mich wie eine Tochter und ich werde sie mir nicht auch noch nehmen lassen. So wie ich das sehe, muss Devil's Crossing diese Situation so bald wie möglich gelöst haben und ich will diesen Abschaum tot sehen, weil er mir Elsa genommen hat. Scheint so, als ob wir das gleiche Ziel haben, oder? Ja, haben wir. Das denke ich auch. Was haben wir bekommen? Ja, so ein paar Essenzen hier. Schrägstrich Artefakte scheinbar. Ah ne, Essenzen ist schon das richtige Wort. Gut. Die Brücke zu reparieren ist ja dann eben, da geht es in der Hauptquest weiter. Wir haben noch zwei Sachen, die ich gerne überprüfen würde. Zum einen haben wir das verlassene Hafengebiet, wo wir Stoff sammeln müssen. Zum anderen haben wir eben, wie gesagt, und ich weiß nicht, wo genau das... Das ist hier nicht, ne? Nee. Dann gehen wir zuerst zum Hafengebiet. Ich muss dann das Portal wiederfinden, wo diese komische Höhle war. Und bei der Höhle müssen wir auch nochmal reingehen und gucken, ob da alles glatt läuft. Ob man da auch wieder da rauskommt, wo wir sowieso schon waren. Oder ob das tatsächlich ein neuer Ort ist. Und dementsprechend ihn dann auch erkunden, falls es tatsächlich ein neuer Ort ist. Boah, Alter, das ist aber geil. Jedes Mal habe ich... Habe ich ernsthaft jetzt jedes Mal eine 5%ige Chance, dass diese Dinger überall von mir herumschießen und die komplett platt machen? Ist ja mega awesome. Holy shit. So, ich kämpfe ja nicht gegen alle Gegner hier jetzt noch 20.000 Mal. Was ich aber haben will, ist etwas Schrott. Wenn ihr mir den überlassen könntet... Aha. Quatsch, Schrott. Ich bin schon komplett lost. Stoff meine ich natürlich. Und wir haben schon zwei... Malstoff, einmal fehlt noch. Schrott haben wir ganz, ganz viel. Ich glaube, da haben wir erstmal mehr als genug von, auch um die Brücke zu reparieren. Da braucht man, glaube ich, nicht so krass viel. Ja, ich brauche einen Stoff noch, komm. Oh, warte mal. Ach, der Stoff wird uns ja sogar markiert, lol. Es wäre ja viel einfacher gewesen, von Anfang an die Quest erst anzunehmen und danach hier zu gucken. Gut. Wo ist jetzt die Brücke gewesen? Hier, ne? Ja, da. Da, wo auch das Fragezeichen ist, glaube ich, dieser andere Weg. Und da möchte ich jetzt einfach mal gucken. Den möchte ich auch vollständig erkunden, weil da sind wir nämlich noch nicht lang gelaufen. Weil wir uns hier ja, weil wir diese Brücke hier reparieren konnten. Wer ist das denn hier? Hä? Habe ich den nicht auch mal, den habe ich doch safe mal besiegt, oder? Und wer ist er? Holy shit, warum sind die Gegner hier so krass? Dieses Gebiet hier liegt doch schon lange hinter uns.
Na gut, ich hinterfrag's mal nicht weiter. Da, genau. Das ist nämlich genau der Höhleneingang. Wo ich gesagt habe, da gehen wir noch wann anders durch. Und dann ging es hier natürlich so krass viel lang weiter, dass ich total vergessen habe, hier nochmal reinzugehen. Die überflutete Passage müssen wir uns natürlich auch angucken. Ja, das ist dieses Portal. Ich habe auch absolut keinen blassen Dunst mehr, wo die nochmal hinführt. Sollte uns aber eigentlich auch... Also sie sollte uns eigentlich auch ans Ende bringen. War das nicht so ein die Spinnen? Wie die sich so von oben abseilen, ist so widerwärtig. Ich glaube, das war doch so, dass man beide Wege gehen konnte, ne? Also der hier ist halt für die Leute, die die Brücke nicht reparieren können, weil sie nicht genug, hier, Eisendinger da haben. Aber es sollte uns ans gleiche Ziel führen. Aber natürlich, falls hier ein Schrein drin ist, die ganzen Gegner, die XP geben, ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir die hier alle killen. Und uns das wenigstens mal hier einmal komplett angeschaut haben. Energieregeneration sieht schon wesentlich besser aus als von noch vor ein paar Parts. Ich denke, jetzt kommen wir wieder gut mit dem Regenerieren hinterher. Ich weiß noch nicht, was diese blauen Pfeile sollen. Das haben auch erstaunlich oft diese Skiver hier, ne? Oder was das da sind. Die haben erstaunlich oft diese blauen Pfeile über dem Kopf. Ach so, okay, da oben ist eine Sprengstelle. Mhm. Auch hier kann man mit Dynamit also weiterkommen. Muss ich mir auch merken. Denn Dynamit, wie gesagt, wir haben noch keine Möglichkeit gehabt, an Dynamit zu kommen. Das findet man später aber in dieser Mine, wenn ich mich recht entsinne. Das haben sie uns auch gesagt, dass wir dafür in diese... Steht das hier vielleicht auch sogar nochmal? Genau. Die alten verlassenen Minen rund um Old Arcovia. Da waren wir halt noch nicht. So, und dann sammeln wir genug Dynamit. Ich glaube, bei der einen Stelle, da hat ein Dynamit gereicht. Hier sind es drei. Also sind wir schon bei vier. Na, ich sammle wahrscheinlich gleich lieber ein paar mehr, damit ich nicht zwei- oder dreimal hier wieder zurückkommen muss. Muss mir einfach nur merken, dass man hier Dynamit auch braucht. Und da oben ist ein anderer Höhleneingang. Das ist der weiter links war. Da sind wir in die Höhle gegangen und haben festgestellt, da kommt man nicht weiter. Kann natürlich sein, dass jetzt hier auch gar nicht... Kommt man da überhaupt hin? Da kommt man doch gar nicht hin, ne? Da ist doch blockiert. Oder kann man da von der anderen Seite irgendwie aufmachen? Weil ansonsten muss man ja doch die Brücke heil machen, sonst geht's ja doch nicht anders. Naja, werden wir gleich sehen. Die Gegner sind natürlich voll unter unserem Level, so wie es auch sein sollte, in dem Gebiet, wo wir schon lange raus sind. Dementsprechend geben die auch, kaum wirklich sichtbare XP. Das ändert sich dann, sobald wir in das neue Gebiet gehen. Oh, da ist noch ein Schrein. Ein Devotionspunkt. Haben wir übrigens noch welche, die ich nicht ausgegeben habe? Tatsächlich. Zack. Wähle deine himmlische Kräfte einer Fähigkeit zu. Klicke auf sie, um das Symbol... Oh, warte mal. Tsunami, 35%ige Chance. Alter, das mache ich hier rauf, oder? Ist jetzt eine 35%ige Chance, wenn ich die Eiszapfen hier mache, dass dann so ein Tsunami kommt? Tatsächlich, lol. Wie geil ist das denn? Das ist extrem awesome und sehr hilfreich. Geilo. Und da oben ist noch ein entweihter Schrein. Ich glaube, da kriegen wir noch einen Devotionspunkt. Dann war es auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung, jetzt erstmal einen Weg hier zu gehen und den erstmal voll zu machen. Haben wir hier auch nochmal sowas? Feuerschaden, Ätherschaden, ja, ist geil. Also Devotionspunkte sind ja so wichtig. Guckt euch mal an, was wir hier alles machen. Wir machen Tsunamis, wir machen Feuerkreise. Geil.
Ihr habt alle keine Schnitte mehr, Jungs und Mädels. So, ich nehme nochmal hier ein bisschen was mit. So, jetzt ist die Frage, was haben wir hier? Boah, wie krank die auch aussehen. Die ganzen Sphärenbilder. Löwe ist für seine Helfer. Da überlege ich auch, ob ich da mal reingehe. Das lohnt sich bestimmt auch. Drei Geschosse. 100% Wahrscheinlichkeit, den Feind zu durchschlagen. Falkensturm. Und das können wir... Wenn ich da jetzt auch gelandet bin, kann ich das auch auf diese Fähigkeit machen? Weil dann ist es ja komplett geil. Ach so, warte mal. Dafür muss ich hier erst reingehen, ne? Okay, dann gehen wir hier rein und schalten damit... Dann mache ich den Falke als nächstes. Und gehe auf diese Geschosse. Das wäre natürlich... Oh. Oh, uralter Schlofer. Okay, der hat jetzt natürlich relativ wenig Chance gegen mich. Denn ich habe schon gegen wesentlich härtere gekämpft. Aber du hast dein Bestes versucht, Bro. Ah, und jetzt ist hier offen. Okay, vom Boss war das blockiert. Deswegen war da zu. Fäkalien werfen. Okay, mit Fäkalien schmeißen. Weiß ich ja jetzt nicht, ob das so... Das ist, glaube ich, ein bisschen unter meinem Niveau. Gut, damit haben wir alles gesehen erstmal. Da ging es also doch nicht weiter. Aber es war durchaus eine weitere Möglichkeit, dass es einfach nur genau von hier nach hier kommen. Also war es doch möglich. Gut, zurück nach Devil's Crossing. Den Stoff noch zurückbringen. Und hier mal ganz schnell noch verkaufen. Diese Hose würde ich gerne tragen. Dafür brauchen wir aber wesentlich mehr Konstitution. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Denn ich werde einfach in den nächsten Level-Ups ein bisschen auf Konstitution gehen. Ein uraltes Herz. Braucht man bestimmt auch für diese Relikte. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. So, ich habe Stoff für dich. Darf ich jetzt vielleicht mal mit deinen Kindern sprechen? Hast du Stoff gefunden? Ja, hier ist er. Alter, sie hat instant alles geupgradet. Holy shit. Großartig, das ist mehr als genug, um diesen Ort ein bisschen aufzuräumen. Sollte auch noch ein paar Reste haben, um neue Kleidung herzustellen. Viele Leute tragen hier nichts als Lumpen. Oh, nimm bitte diese Jacke. Ich nähe sie für Brooks. Nee, Briggs, Birks. Und die anderen Wachen, aber ich denke, du hast dir die erste verdient. Mrs. Constance hat gesagt, du hast den bösen Mann getötet, der all diese Monster gemacht hat. Können wir jetzt nicht herausgehen? Es gibt noch mehr Münster, aber ich werde mich darum kümmern. Gut, kannst du dich bitte beeilen? Alex und ich wollen raus und spielen. Guck mal, hier könnt ihr überall spielen. Hier ist doch sicher. Geht doch hier einfach ein bisschen spielen. Warum wollt ihr denn unbedingt rausgehen? Hast du den Aufseher tatsächlich getötet? Er war so unheimlich. Hab ich. Du bist wirklich mutig. Ich tue, was getan werden muss und mehr nicht. Aber deswegen nehme ich das Kompliment an und für sich natürlich trotzdem erstmal an. So, wir haben hier den Quartiermeister. Ist unser... Wie groß ist unser Ruf? Level 35. Okay, das sind schon die richtig harten Sachen, die er scheinbar war. Die kann ich mir noch überhaupt nicht leisten. Nee, die kosten... Na, wobei... 19.000? Nicht genug... Ach so, der Ruf. 19.000, okay. Ja, gut, da bin ich wahrscheinlich noch weit von entfernt. Nun gut, dann hält uns jetzt hier erstmal nichts mehr, außer die schöne Musik.